Guten Tag, mein Name ist Peter Förster. Ich bin Geschäftsführer von Förster und Hilms Immobilien. Ich möchte Ihnen heute ein Haus vorstellen. Und da es ganz besonders liegt, beginne ich mal mit der Lage. Nicht mit dem Haus, sondern mit der Lage. Wir sind hier in Blankenese und zwar mittendrin zur groben Orientierung. Der Söhlberg ist Luftlinie 300 Meter entfernt. Hinter mir ist die Österleichstraße vielleicht 150 Meter entfernt. Und was Sie nicht sehen können, ist die Bushaltestelle der Bergziege, der Linie 48. Von da sind Sie in einer Haltestelle mitten im Ortszentrum. Wir haben hier in 300, 400 Meter Umkreis mehrere Schulen. Bleiben wir bei den Kindern. Die wohnen hier nämlich recht ungefährlich. Eine Straße endet da und eine Straße endet hier. Und dazwischen gibt es nur einen Fußweg, 150 Quadratmeter bei zwei Etagen und eine separate Wohnung oben im Staffelgeschoss. Diese Treppe verbindet das Erdgeschoss und den ersten Stock. Und Sie können selbst entscheiden, wo Sie zur Tür reingehen. Es ist unschwer zu erkennen, dass die jetzigen Bewohner, die Eigentümer, im Auszug begriffen sind. Hier steht noch allerhand rum, aber das soll uns nicht stören. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man hier wohnen kann. Der Wohnraum ist gut 52 Quadratmeter groß. Er liegt nach Süden und nach Westen. Wenn man sich hier hinsetzt, guckt man nur ins Grüne, sieht keine Autos. Es ist ohnehin kein Durchgangsverkehr. Das ist der Blick auf die Villenstraße, die Richtung Söhlberg führt. Zu Fuß sind es vielleicht 5 Minuten. Und wenn wir im Moment mal ganz ruhig sind, hört man nichts. Ich zeige Ihnen jetzt das Erdgeschoss. Dahinter gibt es Fenster nach Norden, hier im Erdgeschoss, bodentiefe Fenstertüren, oben im ersten Stock auch große Fenster, die ein wunderbares Licht den ganzen Tag übergeben. Die Terrasse ist so groß wie ein kleiner Garten. Wenn Sie gleich hochkommen, müssen Sie sich mal davon überzeugen. Ich wüsste nicht, wo ich lieber wäre. Hier oben oder da unten, versteckt auf der Sonnenterrasse. Jetzt sind wir im Staffelgeschoss, in der sogenannten Einliegerwohnung. Das ist eine abgeschlossene Wohnung, die man getrennt nutzen kann. Das Schlafzimmer, hier der Wohnbereich, hallenartig, mit Ausgang auf die Terrasse, da auch nach Süden die Küche und hier ein Vollbad. Was soll ich zu diesem Blick noch sagen? Wir gucken nach Südwesten auf eine alte Villenstraße, die hier als Sackgasse endet. Sie sehen eine gewachsene Hangbebauung. Das ist ein Kessel. Da drüben ist der Söhlberg. Das Haus ist verklinkert mit einem soliden Klinkerstein. Die Dacheinfassungen sind aus Kupfer. Auch die Eindeckung der Kamine aus Kupfer. Es gibt übrigens auf jeder Etage einen Kaminanschluss. Ich komme gerade aus der Garage, denn das ist eine weitere Besonderheit hier im Hanggebiet. Es gibt eine Garage nicht nur auf dem Grundstück, sondern im Haus. Sie fahren mit dem Auto in das Haus und gehen im Haus in ihre Wohnräume. Und nebenan im Souterrain ist noch ein bewohnbarer Raum und da hinten gibt es eine Dusche. Da könnte das Au-pair wohnen oder der Sohn oder die Tochter oder ein Gast, den Sie gern im Hause hätten. Jetzt erkläre ich Ihnen nochmal das, was wir eben innen gesehen haben. Souterrain, Geschoss. Da drüber ist die Etage mit den beiden Schlafräumen und der Küche und dahinter die große Esshalle. Da drüber im ersten Stock der große Wohnraum, über 50 Quadratmeter. Und oben im Staffelgeschoss die Einliegerwohnung für die eigene Familie oder zum Vermieten. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auf der rechten Seite das Treppenhaus. Das Treppenhaus ist seitlich angesetzt. Der Eingang ist ja an der nicht störenden Ostseite, so dass man ungestört wohnen kann und alles, was sich im Treppenhaus abspielt, nicht mitbekommt.